Oh, so, Moment, ich muss die Kamera ein bisschen verstellen. So. Huh. Nicht, dass ihr Männer, ihr gen jetzt von mir verschont, ne? Es ist nochmal Hall-Time. Ach du Scheiße, ich habe gerade was gesehen. Oh Mann, oh Mann. Oh, so, Moment, ich mach mal die Funzel an, ne? Dass ihr auch was sehen, ne? Was ich so alles ergattert habe. Und zwar war ich mal noch im Action. In Action, ne? Und ich habe mal noch Drucker gekauft. Ein Katastrophending, ne? Aber den habe ich nicht im Action gekauft. So. Und zwar habe ich mir dort die Bonbons gekauft. Ich glaube, die haben 1,49 oder was kostet. Ja. Weil ich nochmal am Diät bin und aus der Schnauze stinke, als ob ich toter Fuchs gefressen hätte. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen was essen, weil das kann man der Menschheit nicht zumuten. Dann 3D, ah, okay. Ich glaube, ich muss mich stellen. Komm, das hat keinen Wert. Ich sehe nicht, ob ihr alles seht hier. Und dann habe ich das da mitgenommen. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt das darin machen, was da vorgesehen ist, ne? Das war natürlich meine Idee jetzt, ne? Also, dass ich da jetzt was anderes drin mache, ne? Und nicht das, was abgebildet ist, ne? Weil das Häuschen an sich finde ich ja richtig cool, ne? Ja, das habe ich mitgeholt. Na, steht das Motto hin. Dann dasselbe, bloß mit einem anderen Motiv. Und das scheint mit 3D irgendwas zu sein, ne? Weil da, sieht da, das tick, 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 tick. Und dann das. Ja. Das. Obwohl ich jetzt hier sogar, okay, wie gesagt, die habe ich ja eigentlich mitgeholt, weil, wegen den Häus, ja. Und die wäre ich wahrscheinlich nicht Dorfer benutze, sondern ja so. Also ich habe da so ein paar Ideen, aber ich weiß jetzt nicht, ne? Ich will sie nicht laut äußern. Ich muss mal noch ein paar Horrorfilme angucken. Dann habe ich diese Karten mitgeholt. Die sind mit dem Clip-Dingsboard, ne? Ich mach mal in die Auffahrt. Die da und die da. Auch die da ist toll, ne? So richtig, wie man sich Weihnachten vorstellt, ne? Ich guck mal. So, da ist der Umschlag, klar, ne? Ach ja. Ja. Ach, guck mal. Toll, ne? Ja, das muss man jetzt. Oh, sorry, sorry. Das muss man jetzt hier nicht unbedingt für Weihnachten holen, ne? Das kann man ja bekleben, sage ich jetzt mal, ne? Und dann sieht man ja nicht mehr, für was das eigentlich gedacht war, ne? Außer drückt dann einer auf dem Rand rum, ne? Ja, das war meine Idee. Ach, nochmal, ne? Wie gesagt, das wird ja alles zweckentfremdet und meistens nicht zu dem gebraucht, zu was das eigentlich vorgesehen war, ne? Und dann, warum ich eigentlich hingefahren bin, da hatte ich noch so eins. Warum ich eigentlich hingefahren bin, waren ja die Stempel. Ne? Weil ich habe ja gar nichts Weihnachtliches an sich, ne? Da habe ich gedacht, die Stempel da sind ja eigentlich optimal, ne? Weißt du, die kannst du überall drauf stempeln, ne? Also ich meine, ihr wisst, was ich meine, ne? Guckt mal. Toll, ne? Also die finde ich jetzt wirklich toll. Ne? Ich hätte mal so sonst auch nicht geholt, da war noch ein anderer, der hat mir jetzt so gar nicht zugesagt. Ja, das war eigentlich der Grund, ne? Dann fährt Autolampe, weil mein Lampe ist kaputt und da fahre ich immer mit Nebelschein, war also nur Annie, ne? Jetzt nicht, dass ich denke, ich fahre jetzt ohne Licht, ne? Ist nur Annie kaputt und ich fahre dann mit Nebelscheinwerfer, ne? Das findet die Entgegenkommenden ist immer so toll, aber das macht ja nichts, ne? Ich bin schneller wie die. Dann habe ich mir noch Fotopapier mitgeholt, weil ich ja jetzt schließlich einen Drucker habe, ne? Der druckt zwar wie Beschiss, ey, aber gut. Was für das Nötigste reicht da ja, ne? Ich meine, Villa-Ausdrucke wird wahrscheinlich wohl eher nicht so doll sein. Aber mal gut, ne?
zumindest sage ich jetzt mal, wenn man was Geschriebenes ausdrucken will, ne? Oder wenn man Silhouette oder irgendwas ausdrucken will für Außenmale oder was, ist das optimal, ne? So, dann habe ich die da gefunden. Also die Idee da mit den Licht, also mit den Kette da, mit den Lichterkette wollte ich schon gerade sagen. Mit den Kette-Dinger da, ne? Girlande, wie auch immer man das Zeichen nennt, finde ich ja optimal, ne? Und die Texter sind auch super, zumal nichts draufsteht, ne? Kannst du auch für andere Sachen benutzen, ne? Ja, die haben standen verschiedene Sachen, also ja, von jedem zwei. Ich muss immer von allem zwei haben, das ist auch bei das ist auch bei Lebensmitteln so. Könnte ja sein, dass ihr andere hat essen tut und dann habe ich es noch einmal da, ne? So, dann. Moment, ich kann es gleich. Habe ich das Glitter-Cardboard noch mitgeholt. Aus der Kinderabteilung. Ja, ja, das ist ziemlich stabil, das ist toll. Und selbst wenn man es von der Rückseite benutzt, ne, und dann ist die, also ist die Rückseite dann beglitzert, wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausstattung macht oder irgendwas, ne, finde ich toll. Wie gesagt, ich benutze ja alles nicht so davor, wie es vorgesehen ist, sondern für all sämtliche Zwecke nur nicht das, was es soll, ne. Kennt ihr ja schon, ne. Dann habe ich da Dopapier gefunden, das war das Einzige, was ich da ergattern konnte an Weihnachtstralala. Weil wie gesagt, ich habe nichts für Weihnachten, ich will auch nichts für Weihnachten, ne. Also okay, Karte, Zeich und Tralala, irgendwie großartig, ne? Ich bin doch nicht so der Bastelfreak in der Hinsicht, ne? Aber für jetzt, sage ich jetzt mal, flott die Karte bastle, ne? Und das Dopapier sieht jetzt auch nicht irgendwie jetzt gerade so nur für Weihnachten aus. Ne? Das ist toll. Ach, das ist so toll. Ja, und deswegen habe ich das mal mitgeholt, weil man kann, ne? Schadet ja nichts, wenn man mal was da hat, ne? Für jeden Fall, wo man wo in Rede kommt. Dann hier die Anhänger nochmal. Ich glaube, die habe ich auch schon 3000 Mal. Und diese Stempel da. Ja, also die haben mir jetzt so gut gefallen. Ich habe zwar nachher gedacht, ja, Kästchen kann ich auch selber malen, ne? Aber je nachdem, ne? Ja, ich fand die gut. Habe ich also... Irgendwas werde ich schon damit anfangen können. Ne? So, dann habe ich das Handwaschgel da mitgeholt. Handgel. Ich habe eigentlich gedacht, das wär so Desinfektionsmittel. Aber das ist es nicht. Das ist nur Handwaschgel und es ist so. Ne? Also wenn ich jetzt noch so ein bisschen drauf mache und das ist schon richtig nass, ne? Und es riecht sehr gut, das muss ich jetzt sagen, ne? Also eins habe ich im Auto gelassen, weil ich eigentlich gedacht habe, das wäre Desinfektionsmittel. Aber egal, ne? Vorsicht mal so die Hände bisschen abzuwäschen, ne? Dann noch das da. Ne, also die Hatze da, die gefällt mir so richtig gut, ne? Mit dem Geschnörkels da, ne? Die sind richtig cool. Ja, dann noch. Oh, yes, yes. Das Store-Cardboard. Das habe ich mitgeholt. Oh, guckt euch die Blätter doch mal an. Ne? Ich stehe ja normal auf sowas gar nicht. Ne? Aber jetzt allein die Blätter da. Guckt mal, wie cool die sind. Die sind beglitzert. Die sind mit Dingsbumsgel, ne? Ah, oh, da die Mücke. Sind das jetzt Mücke oder was ist das jetzt? Ja, ich weiß nicht. Oder Fliege oder Käfer. Keine Ahnung. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Block. Guckt euch das mal an. Ne? Das ist jetzt schon mal was mir richtig gut gefällt, weil es so extrem ist irgendwie, ne? Fand ich jetzt, ne? Cool, fand ich toll. Ich guck noch mal gar nicht bei den kleinen Blöcke. Aber bei den großen Blöcken gab es bei uns noch mal nicht viel zu sehen. Also musste ich nur die kleinen gucken. Und dann habe ich mir auch noch mal Schmetterlinge mitgeholt.
Ich hatte von Martina heute ich Anna gekriegt, aber die Schmetterlinge da, ne? Die kann man ja auch nicht genug haben, ne? Ja. Ja, das war mein kleiner. Ah ne, scheiße, da ist ja auch noch was. Da, der Block. Ach, den hätte ich euch beinahe unterschlagen. Ach, Mini-Blöckchen, wie gesagt, ein Großvater ist nix, ne? Vintage Vibes. Aber, ups. Ja. Finde ich auch super schön. Hat ja alle auch schon gesehen wahrscheinlich, ne? Muss ich, zeige ich euch hier nochmal, ne, ich schnau das, hey. Ich war nochmal zu langsam. Ja. Das war also mein Action Haul. So. Habe ich euch jetzt alles gezeigt? Ja, ich denke schon. Dann gibt es gleich oder nachher wahrscheinlich noch Teddy und etwas, was ich im Aldi gefunden habe. Das mache ich dann zusammen, dann, weil beides ist nicht so viel. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis später. Tschüss.